Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. In der letzten Folge haben wir einen neuen Fluch bekommen, in dem wir uns Platine Flunder drehen können. Wir können sogar so laufen und ich frage mich, warum es ein Fluch ist und die es nicht direkt so machen. Ich meine, die sind ja aus Papier, also können die doch eigentlich schon von... Aber ich hinterfrage das einfach nicht. Wenn ich mich recht erinnere, war ja am Anfang noch eine... Am Anfang des Raumes, wo der rote Rosa Paracupa war, knochentrocken. Ein Schlüssel, den holen wir uns ab. Und ich sehe gerade, da ist eine Tür. Kommst du wieder runter? Das ist auf der anderen Seite. Kann man vielleicht da hochfahren mit den Blöcken? Wie bei dem Grünen? Mal, das fährt hier auch hoch und runter. Ich probiere es einfach mal aus. Müsste hier eigentlich funktionieren, ne? Tatsache. Dann ist das auch mein Sternspieler, den ich in der letzten Folge haben wollte. Dann ist da bestimmt auch noch was. Ja, Auch wieder ein Sternsplitter. Rubio ist runtergeflogen. Oh, macht ja nicht viel, ne? Okay. Würde ich mal sagen, holen wir uns dann noch den Schlüssel ab. Und dann geht's weiter. Na komm mit, Kubio. Ist da auch noch was? Da fällt mir ein, dann können wir ja auch da beim Bürgermeister den Orden holen. Da konnten wir ja auch nicht hin, aber jetzt mit der Fähigkeit. Können wir das ja nachholen. War gerade ein Mini-Lag. Ich hoffe, das war nur in der Borscher von OBS so. Dass ich erst wieder neu einstellen muss. So, kommst du bitte nach oben? Danke. Da komme ich aber immer noch nicht dran, ne? Nö. Gut, dass man keinen Fallschaden kriegt. Das wäre echt mies gewesen. Oh Mann, ist das jetzt gut gelaufen. Weil es mich interessiert, kann ich eigentlich auch auf... Nein, ich bin einfach mitten in ihm durch. Okay. Wäre lustig gewesen. Wenn man ihn als temporären Plattform nutzen könnte. Weil dann hätte ich nämlich so gemacht und so draufgesprungen, dann wäre ich vielleicht so zum Orden gekommen. Heilung brauche ich nicht, ne? Nö. Weil ich habe kaum noch Blumenpunkte. Aber ich habe einen Stern, also von daher könnte ich mich so die Sternpunkte wieder aufheilen. Hinten ist was. Das ist ein Sternsplitter, wie komme ich denn da hin? Da komme ich nicht bei. Nee, oder? Kinder nicht nachmachen. Macht es so wie Kupio und springt nur gegen Wände. War nicht aus dem Fenster. Oh. Tschüss, Kupio. Bitte was?
Spawner direkt gespawnt. Der hat einen Spawn-Sheet an. Immer wenn er runterfällt, dann ist der bei mir. Hm? Oh, Hallöchen. Wie jetzt bestellst du? Dann einmal. Mach mal einmal den hier. Dann heile ich mich noch runter. War eine gute Statistik, würde ich mal sagen. Und dann können wir direkt 3 verschwenden. Sternpunkte gehen eh schnell wieder hoch. Außerdem sind wir eh wieder kurz vom Level Up. Und wer von euch bewegt sich? Oder ist ein Pilz? Machen wir zuerst mal den hier platt. Oder auch nicht, weil ich es komplett vermasselt habe. Gut, du kannst ja nichts machen, deswegen kannst du ja mal eine Showanlage machen. So, und dann nochmal. Bum, bum. Ja, du kannst ganz normal angreifen. Mist, total daneben. Da rennt schon der erste Scheiger weg. Und weg mit euch. Mal ist schon wieder fast aufgeladen, also das geht eigentlich sehr schnell. Mit einer Showanlage. Okay, da brauche ich einen Schlüssel. Ja, erster Angriff erfolgreich. Das hat ja jetzt nicht funktioniert. Nehmen wir mal den Powerhammer. Ja, schon wieder zu früh. Oh komm, mach mir mal. Warum nicht? Dann sind wir wieder voll geheilt, ne? Mist. Also, Giftpilze kriege ich auch ohne Weg. Naja, ein BP-Punkt hat eben weniger. Aber Jolo, dafür sind wir überall anders wieder aufgeheilt. Hallöchen, da ist ja ein Schlüssel drin. Das ist schon wieder eine Insignie. Nanu? Wie seltsam. Ich bin wohl nicht die einzige Besucherin in dieser Burg. Wer bist du? Ich? Ich bin eine Diebin, die viel in der Welt herumkommt. Man nennt mich Nagarina. In dieser Burg soll es irgendwo einen seltenen Ort geben. Deshalb bin ich hier. Aber sagt, was treibt euch in die verfallene Gemäuer dieser alten Burg?
Wir sind hier, um Loga zu besiegen und ein Sternjuwel zu finden. Und leider können wir dir dieses Sternjuwel unter keinen Umständen überlassen. Sternjuwel? Ich wusste nicht einmal, dass es so etwas in dieser Burg gibt. Habe ich vielleicht gerade einen heißen Tipp erhalten? Kein Fall. Aber egal. Schließlich wart ihr zuerst auf der Suche nach diesem Sternjuwel. Mein Orden habe ich schon. Das Sternjuwel soll also eure Beute sein. Wie bitte? Was hat Mario gerade geküsst? Zum Abschied nur so. Wir haben uns gerade erst getroffen, aber es ist Zeit für den Abschied. Was für eine Frische. Ach ja, eins wollte ich dir noch sagen. In dieser Burg befindet sich ein Orden, der im Kampf gegen den Drachen helfen soll. Was für ein Orden, das weiß ich auch nicht. Hast du ihn etwa schon? Wenn du gegen Loga kämpfst, solltest du diesen Orden auf jeden Fall anlegen. Und damit adieu, mein bärtiger Kavalier. Bis zum nächsten Mal. Eine seltsame Person, aber irgendwie auch charmant, oder? Mal gucken. Dann fehlt uns jetzt nur noch eine Insignie zum Aufwerten. Eine gelbe Schlüssel. Ich mache auch noch Heilung. Und Honigsirup. Ich denke mal, wir sind sehr gut ausgestattet. Ich nehme mal. Du siehst nicht gerade gesund aus. Ich habe doch gerade einen Pilz gekriegt. Dann kriegst du einen Pilz. Wunderschön. Oh, kommen wir gleich zu unserem ersten Bosskampf. So, erster Angriff erfolgreich. So, dann einmal hier bringen. Und dann hier nochmal eine Kopfnuss. Einmal blocken. Dann kannst du hier mal Kopfnuss machen. Und du kannst mit dem Hammer angreifen. Wunderschön. Dachte, es kommt ein Bosskampf, deswegen habe ich getauscht, aber scheinbar noch nicht. Dann kann Coop hier nochmal kommen. Jetzt wird mir nur noch ein Leben, dann wäre ich hochgeheilt. Ein bisschen mit dem Cooper tanzen, ne? So, dann kann ich ja hier einen neuen Sprung machen. Und dann ein Powerpanzer. Schön. Und dann nochmal angreifen. Und ganz normale Attacken. Na gut, der eine hat eh gereicht. Bin am Überlegen, was ich als nächstes nehme. Rundpunkte oder eher Blumenpunkte. Erster Angriff erfolgreich. Netto. Dann greife ich mal den hier an, weil der hat einen Panzer. Du kannst wieder Powerpanzer machen. Autsch. Das lief nicht wie erwartet.
Aber gleich kriegen wir unser Level ab. Aber ich nehme mehr Blütenpunkte. Da hinten ist ein, ja sag schon, Sternsplitter. Nein, oh Mist. Ganz jetzt nochmal von vorne, das finde ich jetzt nicht super, aber okay. Nein. Komm zurück. Ja, was ist das denn für ein Bait? Wird auch nur zum Sternensplitter. Ich sehe schon kommen. 10 Minuten später. Wird auch nur zum Sternensplitter. Sieht da auch nichts. Wie soll man denn dann zum Sternsplitter kommen? Irgendwas übersehe ich. Lass nochmal in Ruhe angucken. Da ist auch nichts. Ich glaube, ich muss aufpassen. So, jetzt aber. Stimmt. Natürlich kann dahinter nichts sein. Und tschüss, Kopier. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle. Oh Gott. Das lief eigentlich ohne Probleme. Hallo schon, ist jemand zu Hause? Da kann ich mich heilen für 10 Münzen. Das ist ein Schlüssel. Nee. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen blöd. Hui. Oh, das ist mies. Ich muss jetzt den ganzen Weg wieder zu. Das ist ein bisschen zu blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Aber komme ich dann so im Orden? Müsste ja eigentlich. Kostet das 10, also gehe ich hier mal, da spare ich mir 4 Münzen. Hätte ich mir sowieso gespart bei, Erfahrungspunkte. Naja. Den ganzen Weg wieder zurück, das ist echt mies. Ja auch noch ein Pilz, ne? Den hol ich mir auch noch mal ab.
Ein Lebenspilz. Ja, Lebenspilze sind super. Ja, ich kann nur von Seite aus machen. Aber die respawnen nicht, ne? Die bleiben besiegt. Dieser Raum kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Warte mal, reicht das? Ne, ich muss das von hier aus machen. Voilà. Ja, noch nicht machen, Kupio. Ich muss erstmal hier nach oben. Dann versuchen wir mal unser Glück erneut. Habt ihr vor der Tür gelandet, ne? Jetzt will ich es wissen. Tatsache. Sinken Partner KP auf 5 oder weniger, wird der Lettner Schaden halbiert. Nice so. Ein Ordenpunkt. Hauer. What doubts? Hauer brauche ich ja für Frosch, ne? Gut. Oh, da ist ja eine Insignie. Dann haben wir ja jetzt 3. Okay, ob jetzt der Bosskampf kommt? Ich denke mal, da kommt vorher noch ein Speicherpunkt, oder nicht? Okay, doch noch nicht. Auch irgendwas. Na, komm her. Du machst den ganz normalen. Der nächste ist auch gleich da. Ich nehme mein Leben. Ich glaube, ich nehme mehr Leben diesmal. Und tu mir nichts erhalten. Hat Mario 5 KP oder weniger, gehen Angriff ihn daneben. Schon wieder der Orden? Nicht so. Mittlerweile kann ich das bei den ersten Angriff. Und bumm. Und dann nochmal den hier. Dann mach den hier weg. Der gibt mir zum Beispiel nur noch einen Erfahrungspunkt.
Ein Hartpanzer. Macht härter und erhöht die Verteidigung. Du kannst keine Item mehr tragen. Wirf eins weg. Wovon den Pizzen habe ich eher genug. So, dann gehen wir doch mal hier lang. Warte, was war da? Achso, ich habe eine Münze übersehen. Okay. Wo das riecht nach Bossfight, dann mal schon mal Bombaria raus. So, erster Angriff erfolgreich. So, dann holen wir dich mal runter. Oh Mist. Dann einmal austauschen. Kubio. Dann ist der schon mal weg. So. Oh, Bingo-Zeit. Okay, was bringt das? Deren Energie. Ja, super. Ob das reicht? Ja, der hat noch eine Verteidigung. Ach, egal. Wir haben genug. Das glaube, sollte doch mal diesen Kampf Dojo machen. Natürlich macht er nur einen Schaden wegen Verteidigung. Nur mit auf dem Rücken, die KTA nur Verteidigung. Puff Punch. Das ist doch gut, weil ich wollte ja ohnehin Honigsirup verwenden. So, dann ist hier schon der Bossfight, würde ich mal sagen. Aber wir haben schon 28 Minuten, deswegen würde ich mal sagen, mache ich hier meinen sehr blöden Cliffhanger. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende von Äonentor. Bis dahin, Büdelü.